Willkommen zum brandneuen Part Dexter. In der letzten Folge haben wir ja die Königin des Schwarms besiegt. Mehr oder weniger clean, sag ich mal. Hier bist du richtig. Die riesigen Wanzen legen überall Eier ab. Wir haben Fallen aufgestellt, aber niemand traut sich daran. Ich würde ja, aber ich habe eine kaputte Hand. So. Genau, letztes Mal waren wir bei der Königin des Schwarms. Na, der Cut-Sequenz geht jetzt weiter. Und jetzt sind wir tatsächlich in den letzten Missionen, wie gesagt, die ich noch überhaupt andersweise kenne, die ich nur noch gespielt habe. Und danach geht's wirklich komplett ins blinde Territorium, wo ich auf mich sehr freue. Aber jetzt erstmal hier heute das Sägewerk kommt dran. Bin mir sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ihr habt ja gerade gesehen, der Holzfäller möchte, dass wir uns um die Fallen kümmern. Wir fliegen jetzt aber erstmal hin und her, um ein paar Precursor-Kugeln zu bekommen. So, gut, aber so wirklich viele waren das ja auch nicht. Na gut, ich weiß gar nicht, ob man irgendwie da hinten zurückkommt. Stelle ich auf den Knopf, um die Wanzenfalle zu aktivieren. Können wir gerne gleich machen. So. Da können wir also diese großen Wanzen überall hinlocken. Hört sich doch sehr, sehr komfortabel an. Jetzt müssen wir zu den ganzen anderen Fallen erstmal kommen, um die überhaupt auslösen zu können. Und auf dem Weg treffen wir auf ganz, ganz viele fiese Sägeblätter und Wanzen. Vermute ich mal. Und hier kommen auch schon die ersten, erstmal nur kleine. Alles entspannt. Upsa, schnell hier rüber. Hier ist also schon die nächste Wanze. Und hier sind auch schon wieder die kleinen. Ich versuche mal, so einen Skorpion zu erdrücken. Geht nicht, One-Shot. In meiner Stampfattacke. Boah, braucht man schon ein paar Hits. Also die Spinnen waren meines Wissens nach One-Shot sozusagen, aber vielleicht haben wir den auch gerade auch nicht frontal getroffen. Probieren wir es nochmal. Nee. Brauchen tatsächlich echt drei Hits, um hier mit uns mit den Skorpionen, mit unserer Stampfattacke hier, um die zu kümmern. Das ist ja schade, ich dachte, wir können die auch vielleicht mit einem Hit besiegen oder mit zwei. Dadurch wird das Ganze natürlich deutlich unangenehmer. Aber trotzdem eine coole Attacke. Und ich hoffe, dass der Kollege da jetzt hier einfach reinfliegt. In die Falle. Na, komm schon. Bumm. Sehr schön. Nummer 2 haben wir auch. Und hier gibt's auch diese dämlichen Fische, ey. Glaubst du ja nicht. Naja. Dann müssen wir uns hier eben so entlang hangeln. Ich hoffe mal, dass man auf diese, auf diesen stehen kann, ja. Diesen Holzstämmen. Plups. Sieht doch alles wunderbar aus. Dann gehen wir erstmal hier hinten ins unbekannte Territorium. Jetzt einfach mal kreuz und quer, ist ja kein Problem. Hier lang. Um die verschiedensten Fallen hier jetzt auszulösen. Okay, am besten wollen wir da ganz nach oben. Hier können wir draufsteigen. Ne, das geht nicht. Um die Seilrutschen zu benutzen. Und dann im Zweifelsfall auch die Precursor-Kugeln zu bekommen. So, schnell auf. Nein! Okay. Das hat nicht funktioniert. Ja, vielleicht kann man auf dem Rückweg da die Precursor-Kugeln kriegen. Oh, schnell zur Seite. Ah.
Boah. Und jetzt schnell nach oben, dass wir hier nicht zu Hackfleisch verarbeitet werden. So. Na, komm schon, ich will dich vermatschen. Sag mal. Na, funktioniert nicht so gut leider. Das ist natürlich das Ding mit am Abstand am effektivsten. Unser Flammenwerfer. Also Nahkampfattacken sind ja nicht so stark. Aber ich hoffe, dass wir wenigstens die Seilrutsche jetzt hier benutzen können auf dem Weg zurück. Es kann nicht sein, dass ich jetzt den verpasst habe. Ach Gott, ah, das war sehr dumm von mir gemacht. Na, was willst du machen? Ich gehe jetzt nicht nochmal hin. So schlimm ist es auch wieder nicht. Dort hinten waren wir jetzt also. Und dort hinten war, glaube ich, auch kein Secret mehr. Na, das ist jetzt nicht der Ernst. Er ist jetzt nicht einfach ins Nichts gesprungen, weil ich, ja, weil ich den Baumstamm wechseln wollte. Perfekt. Und das war nicht so optimal. Naja. Hallo, ich will nach oben springen. Was macht der? Also, das ist ein bisschen komisch programmiert. Naja, egal. Alle guten Dinge sind drei. Nächster Versuch. Und gehen wir wahrscheinlich erstmal aufs Festland jetzt wieder hier. Bevor wir hier irgendwelche komischen Sachen probieren und dann einfach runterfallen. Wegen dieser komischen Animation. Okay, dieser Heuhaufen und was auch immer das hier sein soll. Da können wir auch Precursor-Kugeln von bekommen. Wichtig dann auch zu wissen. Schnell rüber. Schnell verbrennen mit den Dingern. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, was sich hier unten befindet. Ich höre auf jeden Fall Wasser, aber ist das Wasser von da vorne, wo ich herkomme? Na, ist auch egal. Jetzt mal nach hier vorne. Okay, ich gehe einfach mal diesen Weg hier lang. Da finde ich sicherlich jetzt eine neue Wanzenfalle hier hinten. Jawohl, das ist die nächste 4 von 7. Und dann kümmern wir uns auch noch um die weitere, nachdem wir hier jetzt gewesen sind. Jetzt kann man da vorne ja nochmal einen Weg. Okay, die wollen ja einen Boss beschützen. So, weg mit dir. Okay, ich muss, glaube ich, erst um den Skorpion kümmern, sonst nervt er mich noch. Sonst nervt er mich noch beim Einfangen und Zerstören von dieser Wanze hier. Na komm schon. Lass dich brutzeln. Plups. Sehr stark. Okay, wenn das mal funktioniert mit dieser Stampfattacke, dann macht das auch wirklich viel Spaß. Aber weil die sich eben so hippelig bewegen, funktioniert es halt sehr selten. So, hier hinten. Ich sah auch nichts mehr. Außer da oben. Und hier ist noch so ein Viech. Hab ich ja gar nicht gesehen. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Kommen Sie gerne ran und lassen sich brutzeln.
Nach Kamera, lass mich doch gucken, wo der Typ ist. Oder gehört er zu einer anderen Wanzenfalle? Nee, jetzt endlich. Wundervoll. Hallo? So, jetzt. Wie kommen wir da ganz oben auf den Baumstamm hoch? Ich muss jetzt zu den verschiedenen Baumstämmen hier hochhangeln. Das ist nur eine Säge, da können wir nicht drauf springen. Das ist auch kein so ein Gleitschiene sozusagen, so Ratchet & Clank mäßig. Das gibt es hier leider nicht. Wie kommen wir jetzt die Baumstämme nach oben? Zu den ganzen Precursor-Kugeln auch. Ah, ich sehe schon, hier geht's weiter. Wenn wir von hier aus fliegen würden. Ne. Das hat nicht funktioniert. Ist hier irgendein Vorsprung, wo wir hinkommen können von hier? Ne, wir tun auch den unteren Vorsprung gar nicht mitnehmen können. Kommen wir mal hier rauf. Ne, das ist gar kein gewollter Vorsprung. Ne, hier darf man gar nicht drauf, aber vielleicht. Kommen wir von hier drauf? Nein. Okay, das wäre ein bisschen gecheesied. Egal. Wie kommen wir auf den nächsten Baumstamm? Das ist jetzt hier gerade die Frage. Wie machen wir das möglich? Wie machen wir das möglich? Ist mir eigentlich kein Secret so wirklich schwer gefallen im Spiel, zumindest die, die ich entdeckt habe. Aber keine Ahnung, was ich jetzt zu tun habe. Man müsste sich ja kontinuierlich weiter hochboosten, wenn man eben diesen Aufladekreisen folgen würde. Und das sehe ich hier gerade noch nicht wirklich, wie ich das schaffen soll. Kann man hier rauf? Ah, hier kann man tatsächlich hoch. Warte mal. Nein, das ist viel zu weit weg. Okay. Und das ist hier eine schlechte Deko, auf die ich nicht draufstehen kann. Eieieiei. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie kommt man dort nach oben? Ich gehe vielleicht mal aus diesem Tal hier nochmal raus. Vielleicht kann ich von dort vorne irgendwie rüber gleiten. Gut, ich bezweifle es aber schwer, deswegen. Ja, gut, dann haben wir die Precursor-Kugeln hier halt nicht. War auch nicht so schlimm. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ich habe auch nicht wirklich Lust, das hier ewig rumzusuchen. Ja. Nee, passt. Oh, zack, auseinander, zusammen. So, wunderbar hier durch. Hat hier vorne noch was? Nee. Oh, hier? Nein. Hier auch nicht. Sehr, sehr schade. Da wäre cool, wenn da jetzt ein Secret gewesen wäre. Aber mal gucken. Jetzt mal die nächste Falle aktivieren. Und komm, lass dich brutzeln, Bruder. Sehr schön. Du komm auch hierher. Meine Lieblingsskorpione. So, dann fehlt uns auch nur einer noch. Ein einzelner
von den großen Bienenviechern, den Bienenkönigin wanzenmäßig. Na komm, stell dich ruhig. So, die meisten Wanzen haben wir auch schon, aber Kugeln fehlen uns dann doch noch welche. Weil ich, wie gesagt, dort vorne in diesem einen Tal auch nicht wirklich viel gefunden habe. Gut, dann haben wir bald nicht so viele Kugeln. Ich würde eigentlich zu gerne nochmal zurück zum Startpunkt dieser kleinen Startinsel, von der ich herkomme. Hier gibt es nämlich auch eine Zipline-Fahrt hier hin, wenn man dort nach hinten kommt. Heißt, versucht da mal nach hinten zu gehen. So. So, hier kommt man auf jeden Fall weiter. Muss man eben nur auf diese Drehteile aufpassen. So. Zack, einmal. Oh, nein, 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 Fisch. Oh. Ganz miese Krise. Das ist natürlich echt suboptimal, das nochmal zu machen, aber so ist es halt. Schnell weiter. So, bevor uns hier dieses Teil hier wird nochmal umkegelt. Oh oh. Kamera. Oh. Gut, wir haben es geschafft. Wir sind wenigstens mal drüber. Dann beenden wir wenigstens nochmal die Mission als erstes. Dann haben wir das schon mal gemacht und kümmern uns dann noch ein paar mehr Gegenstände, die wir dort hinten noch finden. Na komm schon. Sehr gut, Kollege, du willst in die Falle rein. Damit ist die Mission auch geschafft. Oh, ich habe aber gar keine. Okay, ich schalte mal lieber um auf normal. Wir wollen eigentlich nur die Wanzenkampf-Ding, das Teil hier hinten haben. Zack. Und das haben wir jetzt auch bekommen. Sehr nice. Ja, okay. Was? Wir sind wieder hier ganz vorne? Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Naja. Das ist echt fies. Naja. Müssen wir nochmal lang fliegen. Ja, jetzt langsam wird es ein bisschen öde, aber wir kriegen es hin. Wir kriegen das hin. So, wir lassen es erstmal einmal da lang gehen. Und jetzt können wir hier hoch und auf die Zipline und uns die ganzen Kugeln abholen. Ist irgendwie komisch. Zack. Und dann kann man rüber, okay. Ja, ich hab wieder einen liegen lassen. Bei dem Parcours ist das auch egal. Wirklich viele Precursor-Kugeln zählen uns, aber dafür umso weniger Wanzen. Ist auch relativ unwichtig. Hier gehen wir zurück zu diesem Fuzzi. Und was ist jetzt gerade passiert? Oh, das war jetzt aber ein schlimmer Bug. Der Fisch ist drunter geschwommen auf die Hauptinsel und hat mich als Landfisch zerstört. Oh, oi, oi. Da ist aber was missprogrammiert. Egal. Verzeih ich dem Spiel. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was abgrasen können, weil wir echt nicht viele Precursor-Kugeln haben. Hier entlang, sehr gut. Zwei immerhin, noch einer aus dem Haufen. Und
Und hier hinten kann man anscheinend auch lang gehen. Wahrscheinlich, wenn man einfach nur rechtzeitig abspringt. Aber zurück zum Portal komme ich hier nicht. Also ich muss anders dorthin kommen. Aber wie? Aber wie? Schaffe ich das? Nie im Leben. Okay, aber die letzten ein paar Goldsteine sind auch dort drüben. Also bezüglich der Dinge sind wir eigentlich komplett fein. Bezüglich der Wanzen, die wir abgeschlossen haben und besiegt haben. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier weiterkomme. Keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Let's see. Nee, ist ja das große Schleusentor. Wo muss ich überhaupt hin? Keine Ahnung, habe ich. Aber ich habe über 600, So. Über 600 Steine. Okay, das ist aber nur ein Geheimnis. Cheat gibt's hier auch. Und noch ein paar Fragezeichen, Extras. Na gut. Also da hinten kann man natürlich noch lang, da war ich schon. Dort hinten nochmal, aber ich möchte ja zurück. Komisch. So, nachdem wir dann alles abgeschlossen haben, gehen wir uns auch endlich jetzt mal hier wieder langsam aus dem Sägewerk raus. Oder wie heißt das? Sägemühle. Besser gesagt. So. Gucken, was der Boy jetzt noch hat für uns. Geschafft. Ich kann das Sägewerk wieder öffnen. Du kannst über die Holzrutsche abhauen. Danke, Mann. Holzrutsche? Wieso nur Wasser? Kann ich hier rein? Ah ja, okay. Scary. Wer kriegen wir hin? Wow. Man sieht ja fast nicht, wo man lang geht. Wow. Okay, das war nicht so schlau. Jetzt mal aufpassen nochmal, dass wir auch alle Kugeln bekommen. Okay, also so kriegen wir die meisten Precursor-Kugeln, deswegen gibt es ja auch so viele. Oh nein, jetzt habe ich eine verpasst. Weil ich jetzt mich schon zu früh gefreut habe, dass ich genug gefarmt habe. Naja, was soll's. Die Holzrutsche haben wir trotzdem. Und hier unten, das habe ich aus der Ferne gesehen, waren eigentlich auch noch ein paar von unseren Freunden der Skorpione. Guck mal, wo die sich befinden. Na egal, wir sammeln erstmal hier die ganzen Kugeln auf dem Kleeblättern ein. Davon gibt es nämlich auch noch eine Menge. Und schaffen wir das hier rüber? Komm schon! Jawohl. Sehr stark. Ich glaube, das ist aber zu weit, oder? Ja. Das ist zu weit. Das müssen wir von der Hauptinsel aus machen. Hier kommen wir nur von der Hauptinsel aus hoch. Zack. So, wunderbar. Ich glaube... Das ist, glaube ich, gar nicht mal dieselbe Insel. Ja, das ist nicht dieselbe Insel, wo wir davor waren, ne? Das ist ein anderes Portal. Und deswegen sind ja auch nicht die
letzten Wanzen, die ich jetzt gerade eben erwähnt habe. Aber na gut. Ist auch okay. Da fehlt uns halt ein bisschen was. Das könnten wir, wenn wir irgendwann nochmal da reingehen, dann auch hinbekommen. Ich meine, wenn ich jetzt hier einfach nochmal zurück reingehe und ich gehe einfach zur Sägemühle, komme ich dann zu dem anderen Portal wieder? Jo, Schrubbelmann, bist du bereit, nochmal zur Smaragdinsel zu düsen? Der Zuma steht bereit, Bruder. Okay, okay, okay. So, in der nächsten Folge gehen wir noch zur Smaragdinsel. Wir machen jetzt hier nur nochmal, besiegen wir hier die restlichen Gegner. Das machen wir noch kurz. Und auch hier ist es noch ein, zwei Precursor-Kugeln, dass wir das abgeschlossen haben. Zack. Und komm her, mein Freund. Jawohl, 30 von 80 Steinen. Damit sind wir doch sehr, sehr zufrieden. Und gehen gleich nochmal zur Smaragdinsel. Aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Wertung und ein Abo da. Neben Dexter kommen auf meinem Kanal auch deutlich aktuellere Spiele, zum Beispiel Assassin's Creed am Ende dieses Jahres. Alle möglichen Guides zu Story-Spielen hauptsächlich. Und wenn euch das interessiert, lasst mir, wie gesagt, gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen und auch ein Like und einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.